Unter dem Motto Bremen ist bunt, wir leben Vielfalt kamen am Montagabend knapp 2000 Menschen auf dem Bremer Marktplatz zusammen, um unter anderem mit Musik ein Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit zu setzen. Sie reagierten damit auf die Anschläge in Paris und demonstrierten gegen rechtspopulistisches Gedankengut. Das Bündnis Bremen tut was hatte die Kundgebung organisiert. Darin sind mehr als 50 Vereine, Verbände, politische Parteien, kulturelle und religiöse Gruppierungen vertreten, die dem Regen trotzten. Bremen ist sich seiner Werte bewusst, ist wachsam und stark. Dort, wo Respekt vor Vielfalt und vor Verschiedenartigkeit von Glauben und Kulturen einkehren, haben Hass und Gewalt keine Chance. Für die vielfältigen Redebeiträge gab es viel Applaus. Nach rund anderthalb Stunden war die Kundgebung beendet.